Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Eine kleine Weile hatte ich Pause, ich werde euch demnächst mal erklären warum, aber heute soll es weitergehen mit dem Helikontex Poncho. Den habe ich mir gekauft und heute ist perfektes Regenwetter, um den mal auszuprobieren. Und das zeige ich euch heute mal genau. Ich zeige euch mal, warum der Poncho eine coole Sache ist und wie immer in meiner Lieblingstarnfarbe Pencott Whitewood. Cooles Teil. Jetzt geht's los mit dem Video, viel Spaß! Wenn der Helikontex Poncho kommt, dann ist er hier in so einem kleinen Verpackungssection. Das finde ich ziemlich cool, das war auch schon beim Farb der Fall und bei vielen anderen Sachen von Helikontex auch. Gibt es eine Tasche in der gleichen Farbe und im gleichen Material dazu. Finde ich sehr nett. Hier ist noch ein Schild dran. Da steht drauf Poncho US Model, ist aus Polyester und One Size gibt es nur in einer Größe und in vielen verschiedenen Farben. Der in Pencott Wildwood ist zurzeit auch wieder ein bisschen teurer als die anderen. Aber ist halt eben auch wirklich meine Lieblingsharnfarbe, habe ich euch ja schon ein paar Mal erklärt in meinen Videos. Und deswegen auch der Helikontex Poncho. Ja, würde ich sagen, als erstes befreien wir mal von diesem lustigen Schild. Und dann packen wir den mal aus seiner Hülle aus. Und zum Vorschein kommt der Poncho. Und den gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. So sieht er aus. Der ist 2,10 Meter in der Breite mal 1,45 Meter. Das ist also ziemlich groß und ist schon mal eine ziemlich große Sache. Das heißt, man kann den als Notschelter benutzen. Wenn man also keinen Tarp dabei hat, so wie ich heute hier, das Helikontex Super Tarp, dann kann man auch den hier aufspannen. Der ist halt aus dem gleichen festen Stoff, ziemlich gut, ist ein bisschen so gummiert, aber den kann man halt auch spannen und der hat auch außen solche Ösen, an denen ich das quasi abspannen kann. Also ich habe hier auch Abspannpunkte drin und in der Mitte natürlich eine Kapuze, ganz wichtig, weil die Hauptfunktion ist natürlich der Poncho. So, ziehe ich den mal drüber. So wird er aussehen, der Poncho im Ganzen. Ich habe hier an der Seite die Möglichkeit, über die Druckknöpfe den einfach zu verschließen. Das sind so doppelseitige Druckknöpfe. Also auf einer Seite ist das männliche, auf der anderen Seite die weibliche Version. Und ich kann die quasi alle verbinden. Das ist nach Vorbild von den US-Ponchos gemacht. Die haben das alle. Und ich kann die demnach auch mit solchen anderen Ponchos verbinden und kann daraus eine größere Zeltbahn bauen. Ziemlich praktisch, wenn er mich fragt. Ja, und die kann ich mir natürlich hier zumachen, um die Seiten zu schließen auf beiden Seiten. Und dann habe ich innen noch hier so Bänder. Und die Bänder kann ich mir innen rumlegen, sodass ich die quasi am Bauch richtig fixiere und dann ist das nicht ganz so luftig und fliegt nicht so rum, gerade wenn es starken Sturm gibt, sondern ich kann das dann quasi enger am Körper tragen. Finde ich sehr durchdacht und gefällt mir wirklich gut. Ich drehe mich mal. So habt ihr ihn komplett gesehen. Ich denke, ein ziemlich großes Maß, gefällt mir wirklich gut, ist ein fester Stoff und heute wird es ja regnen. Könnt ihr vielleicht schon sehen, graues Wetter. Also heute ein guter Tag zum Testen. Jetzt schauen wir uns mal noch den Stoff und sowas im genauen Detail an. Schaut mal hier, wo ich bin, wachsen wunderschöne Brombeeren. Sind auch langsam reif. Dann kann man auch direkt hier pflücken, wenn sie sich gut lösen lassen. Dann sind sie schon reif. Die können noch ein kleines bisschen, aber man kann sie auch schon essen. Probieren wir mal. Mmh. Saftig. Richtig gut. Also kann man langsam essen. Mmh, wunderschöne Brombeeren. Färben auch klasse die Finger. Wenn man mal die Frau erschrecken will, kann man sich damit einschmieren. Mmh, vorzüglich. Wirklich lecker. Brombeeren direkt aus dem Wald. Super cool.
Jula kennt es auch schon und hat auch schon angefangen zu sammeln. Hier nochmal die Nahaufnahme, die Ösen. Die sind an allen Enden, kann man zum Abspannen benutzen. Sind aus einem sehr, sehr schönen Metall. Fühlen sich auch wertig an, schön fest. Sehr, sehr gut. Und ansonsten die Druckknöpfe, wie gesagt, weiblich und männlich. Also immer beidseitig und kann ich quasi dadurch auch wirklich zum Kombinieren benutzen. Kann ich mir hier beliebig was zusammenbauen, meine Arme durchstecken oder was auch immer ich brauche und kann das benutzen. Finde ich ein sehr, sehr cooles Ding. Jetzt mal noch zu dem Stoff. Das ist ein Ripstop-Gewebe. Das heißt, wenn es irgendwo anfängt zu reißen, dann soll es nicht weiter aufreißen. Hört also auf dann zu reißen. Ziemlich cool, finde ich. Ansonsten, man merkt, dass es gummiert ist. Es ist eine Lage, sind nicht zwei oder so. Aber eine ziemlich stabile, glaube ich, reißfeste. Bin vorhin schon mal ein bisschen hängen geblieben, hier an solchen Kiefernästen. Und das sieht reißfest aus. Ich habe natürlich jetzt noch nicht versucht, das zu durchstoßen. Aber das wird sich dann im Langzeittest, glaube ich, zeigen. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wie gesagt, so ein bisschen gummiert. Nichtsdestotrotz habe ich den aber auch schon gewaschen. Ich habe den einfach am Anfang, glaube ich, gewaschen und kurz mal durchs Wasser gezogen. Einfach um den Geruch ein bisschen rauszubekommen, weil das ist nun mal auch ein China-Produkt, zwar designed in Polen. Ihr wisst es, Helikontex designed in Polen, ist eine polnische Firma, aber fertigen lassen sie leider auch in China. Und dementsprechend, wenn das kommt, riecht das ziemlich chemisch, ziemlich eklig. Das würde ich auf jeden Fall erstmal auslüften lassen oder ein bisschen waschen, und so habe ich es gemacht. Ansonsten ist es einfach mir zu unangenehm. Ja, schauen wir uns mal hier oben noch die Kapuze an. Die ist ziemlich geräumig, habt ihr vor uns gesehen, also ich kann die quasi auch anziehen. Die hat hier unten eine schöne Möglichkeit, um das zu verstellen. Kann man quasi hoch und runter ziehen, festziehen. Wenn man das also löst, dann kann man das nach oben ziehen und ansonsten festziehen. Ja, nett. Ist, glaube ich, auch dem US-Modell nachempfunden. Die haben das auch dran. Kann man also nehmen zum Zuziehen. Ja, ansonsten an den Bändeln auch ordentlich verstärkt, auch ordentliche Ösen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, da wird sich dann zeigen, ob das ein Problem ist, hier innen an den Stellen, wo dieses innere Band zum Zuschnüren um den Bauch gemacht ist, da ist es einfach nur genäht, und zwar direkt durch den Stoff durchgenäht. Das zeige ich euch mal. Also hier ist es aufgenäht und auf der anderen Seite, weiß nicht genau, wie weit man das auf der Kamera sieht, aber da ist hier die Naht quasi durchgestochen und nicht irgendwie nochmal extra geklebt. Und eigentlich hätte ich bei einem Poncho erwartet, dass es geklebt ist, weil dann hätte man die Möglichkeit, dass es wirklich wasserdicht ist. So glaube ich, wenn die Stiche einfach durchgehen, dass eventuell Wasser durchkommt. Das werde ich mir dann mal angucken. Wenn es natürlich vorne am Bauch ist, ist es jetzt nicht so unglaublich praktisch. Aber ich vermute mal, dass es trotzdem durchdacht ist, und das ist hoffentlich kein Problem. Ja, soweit zum Stoff. Ich finde, fühlt sich echt gut an. Ein wertiges Teil, und wird sich dann zeigen, wie es ist, wirklich in einem starken Regen, ob das dann Spaß macht. Innen wieder so hell, so auch wie das Supertarp, und außen Pencott Wildwood. Da gucken wir uns jetzt nochmal die Tarnung an, wie die so wirkt. Ja, so sieht der Stoff im Feld aus. Wie gesagt, in so einem Grün hier wirkt Helikontex Wildwood immer ziemlich gut. Wenn ich hier aufstehe, selbst dann, seht ihr, das fügt sich relativ gut in den Hintergrund ein. Ja, finde ich ganz gut. Gefällt mir wirklich gut. Also wirklich ein feines Tarnmuster. Ich muss wirklich sagen, die Dimensionen beim Helikontex Poncho sind einfach wirklich gut. Erstens, ich bin ein ziemlich großer Kerl, wisst ihr ja. Und ich habe halt auch mein Gewicht und alles. Und damit fühle ich mich halt wirklich gut eingepackt. Und dann, wenn ich hier in die Hocke gehe und mich jetzt wirklich in einem großen, starken Regen befinde, würde ich hier in die Hocke gehen, mache es an der Seite schön zu und habe hier quasi ein persönliches Zelt, unter dem ich mich wohlfühlen kann. Das gefällt mir wirklich gut. Also ich glaube, die Dimensionen sind super. Für den kleinen Menschen vielleicht nicht so geil, aber für mich mit meiner Größe von 1,86 kommt er mir echt gut vor. Geht halt schön tief und ist trotzdem nicht irgendwie behindernd. Kann ich also auch marschieren. Und das, ja, gefällt mir richtig gut. Ja, dann reden wir doch, wie immer, bei so einer Vorstellung auch mal über den Preis. Ich glaube, der Helikontex Poncho liegt momentan so bei 40, 50 Euro.
und ist damit schon ganz schön teuer. Wenn man den jetzt mit einem günstigen Poncho vergleicht, auch welche in Tarnfarbe, die gibt es teilweise schon für 10, 20 Euro. Nun muss ich aber was sagen dazu. Von diesen günstigen Ponchos habe ich schon mehrere gekauft. Der Stoff, wenn er irgendwann die ganze Zeit so geknickt in der Packung liegt, geht irgendwann einfach kaputt. Und der Stoff auch allgemein fühlt sich meistens nicht gut an. Ist wirklich wie in einem Plastiksack. Das heißt, Atmungsaktivität gleich null. Ist nicht sehr angenehm, das Ding. Es schützt vor Regen, aber na gut. Also man fühlt sich nicht besonders wohl damit. Das hier verspricht ein bisschen luftiger zu sein. Einfach, es wirkt durchdachter. Trotzdem ist der Stoff natürlich hoffentlich wasserdicht. Das ist ja das Allerwichtigste. Und er fühlt sich halt wertig an. Und jetzt zusammen mit diesen ganzen Kombinationsmöglichkeiten, zum Beispiel kann ich den nämlich auch an den Swagman Wool Poncho von Helicontex anschließen, ist er halt echt ein geiles Teil. Und diese Kombinationsmöglichkeit möchte ich euch jetzt mal noch zeigen. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen den Extremtest. Ich habe ja meine Jacke an. Meine Helicontex Patriot Jacke, immer noch meine Lieblings-Bushcraft Jacke. Ich verlinke euch mal hier oben das Video, wo ich damals vorgestellt habe. Die Jacke ist immer noch eigentlich dauernd dabei, immer wenn es nass wird. Ich meine, wir haben jetzt gerade Sommer und trotzdem, es ist einfach kalt und nass. Dann nehme ich die Jacke mit, super Teil. Und als besonderen Gimmick heute versuchen wir jetzt mal, das alles insgesamt anzuziehen. Ich habe ja den Helicontex Swagman Roll Poncho dabei. Den ziehe ich mir drüber und dann oben drüber noch den Poncho, den ich euch gerade vorgestellt habe, den Regenponcho. Also los! Okay. Also, Swagman Roll Poncho und jetzt oben drüber noch den Regenponcho. Aha. Okay. Das ist ja mal krass. Also jetzt habe ich T-Shirt, Jacke, den Swagman Roll Poncho und oben drüber noch den Regenponcho an. Und wie ihr sehen könnt, das lässt sich gut kombinieren. Das passt auf jeden Fall gut zusammen. Und jetzt haben wir halt quasi noch den Regenschutz oben drauf. Unten drunter perfekt gewärmt durch den Swagman Roll Poncho. Ein wirklich geiles, multifunktionales Ding. Auch dazu habe ich damals ein Video gemacht, stelle ich euch nochmal hier oben vor. Ich benutze den zum Beispiel auch im Sommer und Winter und auch im Herbst für meine Konfiguration beim Schlafen in der Hängematte. Da benutze ich den nämlich als Underkilt. Und da zeige ich euch auch nochmal das Video hier oben. Guckt da gerne mal rein. Ziemlich, ziemlich geil. Also diese Kombination ist wirklich mein Go-To für ein ziemlich geiles Schlafsetup. Ich zeige es euch nochmal rundherum. Ja, und wie ich schon sagte, der Ripstop-Stoff ist wirklich ziemlich stabil. Ich zeige euch das mal kurz. Ich gehe mal hier durch bei dem ganzen stacheligen toten Bäumen und ich schaue euch mal, dass ich keine Angst habe davor. Einmal durch, geschaut, keine Löcher, alles gut. Sehr, sehr geiler Stoff, gefällt mir richtig gut. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, der Helicontex Regenponcho, ein ziemlich cooles Teil. Ich denke, das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich habe ihn jetzt gerade immer noch zusammen an mit dem Swagman Roll Poncho, weil es ist einfach unglaublich angenehm, dass es so schön warm ist. Und es ist halt von oben regensicher. Könnt ihr nochmal gucken. Richtig schönes Scheißwetter. Also perfekt, glaube ich, für den ersten Test, für den ersten Eindruck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch. Das hilft YouTube zu verstehen, dass ich anscheinend coole Videos mache. Und wenn ihr mögt, bleibt gern bei mir, denn ich nehme euch gerne mit raus. Ich mache viele solche Videos. Ich nehme euch mit raus in die Natur und zeige euch hoffentlich schöne Sachen. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal mit eurem Robert vom Rabenstein. Macht's gut!